Herzlich willkommen. Gut, dass das mit der Logistik scheinbar geklappt hat, mit dem Raumtausch. Erstmal ganz kurz die Frage in den Raum. War vor 2 Jahren schon mal jemand in meinem Vortrag zum Thema? Alles Neuland. Gut, das heißt, ich klopfe jetzt erstmal so ein bisschen ab, woher wir kommen, was das Ganze überhaupt darstellt, gehe dann immer mehr in Richtung Technik, werde dann eine Live-Vorführung machen und damit haben wir die Zeit dann auch schon, denke ich, rum. So, das dürfte jetzt das einzige Mal sein, dass mein Firmenname auf der Folie auftaucht. Ah. Doch, falsche Veranstaltung. Okay. Gut, also ich selbst bin IT-Dienstleister seit 1997 und ich habe relativ früh angefangen, mich über Windows zu ärgern und bin dann relativ zügig auch in Richtung Linux tendiert oder überhaupt in Richtung Open Source. Wir haben dann immer Linux eingesetzt, vor allen Dingen, wie das damals halt so war, aus Kostengründen. Wir haben eine Zielgruppe, eben relativ kleine Unternehmen und da darf IT nichts kosten. Dazu werde ich auch noch ein bisschen was sagen. Und dann haben wir halt immer irgendwelche Einzellösungen kreiert, ja, um den Leuten mit Linux schnell irgendwelche Probleme aus dem Weg zu schaffen. Das ging auch ganz gut. Nach einer Weile hat man dann gemerkt, dass die Problemstellungen eigentlich unabhängig von der Branche in vielen Bereichen immer wieder ähnlich waren. Also kam die Idee auf, dass wir aus den ganzen Einzellösungen anfangen, ein einheitliches System oder Produkt zu schaffen. Ja, das habe ich erst ganz allein in Eigenregie gemacht und nicht als Open-Source-Projekt. Ich habe zwar ausschließlich Open-Source-Software eingesetzt, aber es war kein Projekt als solches. Dann kam meine Lebensgefährtin mit in mein Unternehmen, hat sich vorher noch nie mit Open-Source auseinandergesetzt und hat sich eine Woche Zeit genommen, sich mit diesem ganzen Gedankengerüst Open-Source-Software oder freie Software zu beschäftigen und stellt mir dann die Frage, wenn du das doch so gut findest mit dem Open-Source-Gedanken, wenn du nur Open-Source-Software einsetzt, wenn dein System auf Linux basiert, warum bist du kein Open-Source-Projekt? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das 2008 gemacht. Wir haben da, glaube ich, in Karlsruhe auf einem Event das erste Mal das Produkt, soweit es denn damals eins war, vorgestellt. Wir haben von Anfang an auf OpenSUSE Linux aufgesetzt. Das hat uns viel Kritik eingebracht. Dazu kann ich aber auch noch ein paar Sachen sagen. 2010 sind wir dann mit OpenSUSE ein bisschen aneinander gerutscht und laufen seitdem als OpenSUSE Spin-off-Projekt und aus der Not des Marktes und der Zielgruppe heraus haben wir 2013 einen grundlegenden Wechsel in unserem System gemacht. Wir sind auf Active Directory umgestiegen, also etwas, was aus der Windows-Welt kommt. Hat einfach was damit zu tun, in welcher Umgebung sich unser System bewähren muss. Das da ist wirklich unser allererster Domain-Controller. Das war wirklich witzig, weil da lief halt ein Linux drauf mit einem Samba. Das lief als klassische NT-Domäne. Das Ding war theoretisch auch File-Server. Ja? Aber das Ganze steht in der Arztpraxis und die Hersteller der Praxissoftware haben nicht toleriert, dass man ihre Datenbankdaten, also sie haben keine Datenbank auf dem Server laufen, sondern die legen nur Fox-Pro-Dateien auf einem Share ab. Und die haben nicht toleriert, dass wir die auf dem Linux-Server ablegen. Also mussten wir einen Windows-Rechner daneben stellen, wo die, ja, kein Witz. Also der hat nichts anderes gemacht, als dummer File-Server für ein paar Fox-Pro-Dateien zu sein. Das hätte der Logger auch gekonnt. Ja, durften wir aber nicht. So. Ein bisschen was über die Geschichte von uns und SUSE. Also erstmal, wie bin ich auf Linux gekommen? Chip Magazin Sonderheft vor, also ich glaube 1999, da war so eine angepasste Debian-Version drauf, an der ich mir die Zähne ausgebissen habe. Dann habe ich einen kurzen Trip über Red Hat gemacht und bin dann bei SUSE gelandet. Letztlich, das muss ich jetzt mal sagen, einfach, wer das vielleicht von früher noch kennt, wegen der schönen Schachteln.
Kein Witz, die haben mich immer angelächelt, wenn ich in so einer bestimmten Universitätsbuchhandlung bei uns in Gießen war und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt kaufst du es. Fertig. Und seitdem bin ich da geblieben. Habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht, also das ist kein Witz, wenn ich da schreibe, der blanke Horror. Ja, das war kurz nachdem die Firma Novell, die zum Glück jetzt mehr oder weniger Geschichte ist, die Firma SUSE geschluckt hatte. Die hatten, ohne Ahnung von Linux oder Open Source zu haben, ein paar Ideen eingebracht, die leider fast zur Unbenutzbarkeit geführt haben. Das war erst bei der 10.3 gebraucht. Ja, ab 10.3 ging es dann wirklich wieder aufwärts und das hatte einfach was mit dem Software, mit der Softwareverwaltung, mit dem Paketmanagement zu tun. Bei 10.1 war das alles eher auf einem negativen Höhepunkt und dann hat die Community gesagt, Novell, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir bauen jetzt unser eigenes Paketmanagement. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf, muss man sagen. Die erste Version unseres Servers, die wirklich als Open-Source-Projekt war, das war dann eben auch die 10.3, da war es wirklich richtig benutzbar, was für SUSE als technische Basis bei uns gesprochen hat. Das war die Tatsache, dass in der SUSE Linux-Distribution von Anfang an fast alle Dienste, sei es ein Postfix oder was auch immer, so gebaut waren, dass sie Informationen in einem LDAP-Backend speichern konnten. Das war bei anderen Distributionen nicht unbedingt der Fall. Das heißt, wir hätten in anderen Distributionen viel mehr Handarbeit gehabt und wir wollten halt wirklich auf LDAP als Backend für viele Informationen setzen und das tun wir auch heute noch, nur dass das LDAP-Backend heute Active Directory heißt. So, Spin-off-Projekt seit 2010, habe ich schon gesagt. Dann kam für uns endlich das, worauf wir als Serverprojekt natürlich gewartet haben, nämlich eine stabile Enterprise-Basis. Wer sich mit SUSE Linux ein bisschen beschäftigt hat, was, wie ich weiß, meistens eher seltener der Fall ist, SUSE hat zwei verschiedene Distributionen, also OpenSUSE. Es gibt OpenSUSE Tumbleweed, das ist eine Rolling Release. Das heißt, man hat immer extrem moderne Software. Jedes Update ist quasi auch ein Upgrade. Man bekommt also immer neue Software. Das ist natürlich als Basis für ein Serversystem eine Katastrophe. Das geht nicht, ja. Da hätten wir mit jedem Update neue Überraschungen und könnten überall alles wieder zurechtfixen. Das ist keine Serverbasis. Bei SUSE funktioniert die ganze Geschichte ähnlich wie bei Red Hat und Fedora. Das heißt, das Community-Produkt ist der Vorreiter für das, was später in die Enterprise, in die kostenpflichtigen Distributionen einfließt. Und durch dieses Wechseln auf ein Rolling-Release-Modell bei der Community-Distribution wurde die Lücke zwischen kommerziellem SUSE Linux Enterprise und OpenSUSE immer größer, so dass es kaum noch beherrschbar war. Das heißt, die Firma SUSE mit ihren kommerziellen Linuxen hat kaum noch Profit schlagen können aus dem, was bei der Community passiert. Ja. Und daraufhin haben die sich zu einem Schritt entschlossen, der für uns ein Traum war. Die haben gesagt, wir geben einen Großteil der SUSE Linux Enterprise Pakete inklusive Maintenance frei für die Community. Und die Community kann darauf ein eigenes Community-Produkt aufbauen. Und das ist dann OpenSUSE Leap. Hat also quasi, ist quasi im Herzen ein Enterprise Linux, aber kostenfrei, weil es die Community managt. Die Firma SUSE pflegt aber trotzdem die Kernpakete, die sie liefern. Das heißt, man erfährt die gleiche Maintenance, wie wenn man in SUSE Linux Enterprise kaufen würde, nur man kann eben nicht bei SUSE anrufen und Support verlangen. Kann man schon, kostet aber dann extra. Ja. Und das war für uns natürlich ganz wichtig. Als Serverprojekt war das dann die Basis. Ja, und damit sind wir glücklich. Und bei meinem letzten Vortrag hier in Kiel vor 2 Jahren stand das eben kurz bevor. Jetzt haben wir es schon in dritter Version und es hat sich wirklich bewährt. So, jetzt dieses Jahr ganz frisch sind wir vollends als Teilprojekt bei OpenSUSE angekommen. Das heißt, in der OpenSUSE-Infrastruktur wird unser Projekt geführt und gepflegt. Wir haben da ein Ticketsystem und so weiter. Das heißt, wer sich bei uns vielleicht ein bisschen engagieren will, wird da auch eine Anlaufstelle finden, um wirklich mitmachen zu können. So. Die Technik ist eigentlich überhaupt nichts Überraschendes. Ich muss gleich sagen, eigentlich, wir sind ein stinklangweiliger Server. Ja? Wir machen
Infrastruktur, das heißt Netzwerkorganisation, DHCP, DNS. Wir haben zentrale Benutzerverwaltung eben auf Basis von Active Directory. Wir sind File-Server, wir schützen natürlich die Daten, die da liegen. Und Mail- und Groupware-Server und so weiter. Also alles Dinge, die schon ewig bestehen. Ein bisschen gegen den Trend sagen wir auch, die Daten gehören zu demjenigen, dem sie gehören und nicht irgendwo in die Cloud. Das ist unsere feste Überzeugung. Da rütteln wir nicht wirklich dran, wobei wir, also ich als IT-Dienstleister stelle aber durchaus natürlich auch individuelle Cloud-Lösungen für meine Kunden bereit. Aber wir orientieren uns an einer bestimmten Zielgruppe, die ein paar bestimmte Anforderungen hat. Und da wird es dann echt schwierig. Also erstmal sagen wir sind branchenunabhängig. Handwerksbetriebe, Arztpraxen, Versicherungsmärkte und so weiter, all das, kleinere, mittlere Industriebetriebe, all das haben wir bei unseren Nutzern, also zumindest in dem Bereich, wo ich dann als Dienstleister selbst für verantwortlich bin. Das Ding ist natürlich ideal für Startups. Ich sag mal so, man kann so einen Invis-Server installieren, stellt ihn auf, stöpselt seine PCs dran und kann quasi am selben Tag noch anfangen, Rechnungen damit zu schreiben. Ja? Wenn man es drauf anlegt. Dank all der Techniken, die wir da drin haben, ist es auch ideal für einen Mix aus ortsgebundenen Arbeitsplätzen und Road Warriors, das heißt Leute, die von unterwegs arbeiten. Das ist im Prinzip ist das Ding, die Cloud in den eigenen vier Wänden. Entsprechende Internetanbindung halt vorausgesetzt. Also wir setzen das, ich persönlich habe auch 2-3 Kunden, das sind wirklich One-Man-Shows. Also Selbstständige ohne Angestellte, die das einfach deshalb benutzen, weil sie den Server und ihre Daten bei sich im Keller haben, hinter einer DSL-Anbindung, die gescheit ist, und sie arbeiten von überall auf dem Gerät. Tja, und dann fangen die Probleme an bei den Kleinkunden. Ich nenne das immer die vergessene Zielgruppe. Schaut man sich so die IT-Landschaft an, also schaut man so ein bisschen, wer sind die großen Systemhäuser, was machen die, was bieten die an, oder auch, was machen oft kleinere Software-Schmieden, einzelne Softwareentwickler. Irgendwie gibt es immer eine Tendenz hinzu, wir müssen für das Enterprise-Segment arbeiten. Nur da lässt sich Geld verdienen. Ja, und so sehen oft auch die Lösungen aus. Sie gehen an den Bedürfnissen der Kleinen vorbei. Ich meine, hier stehen so ein paar schöne Schlagworte drin, da kann ich fast jedes einzelne von unterschreiben. Ich arbeite wirklich jetzt als IT-Dienstleister seit 20 Jahren im Umfeld von kleinen Unternehmen. Also so die Obergrenze, wo ich für die gesamte IT-Infrastruktur verantwortlich war, lag so bei 100 Mitarbeitern. Das gilt in Deutschland als Kleinunternehmen noch. Tatsächlich. Ja, man hat da mit vielem zu kämpfen. Also es gibt vor Ort kein oder kaum belastbares IT-Know-how, kein geplantes IT-Budget, also im Jahre 2017 noch nicht. Ja, also wir haben Firmen im Kundenkreis, die glauben tatsächlich allen Ernstes, sie können Rechner, Medion-Rechner im Aldi kaufen und stellen die auf und denken, damit sind sämtliche IT-Kosten erledigt. Ja, also das ist kein Witz, das kommt immer noch vor. Da sie dann aber merken, dass das nicht so ist, ja, und noch mehr Kosten kommen, wollen sie dafür irgendjemandem die Schuld geben. Und die Schuld hat halt der IT-Fuzzi dann. Der will denen irgendwas verkaufen. Oder natürlich der Gesetzgeber, der ihn zu irgendwas Unsinnigem zwingt. Oder. Aber sich selbst mal um das Thema bemühen, kommt selten vor. Also sich mal reindenken und zu überlegen, IT kann ja auch ein Werkzeug sein, kann einem helfen und einen nicht nur ärgern. Kommt auf den Gedanken kommen in unserem Kundenkreis nur die allerwenigsten. Oft resultiert das in ganz merkwürdigen Situationen, ja. Völlige Zweckentfremdung von IT, ja. Bis vor ein paar Jahren war das Wörtchen Cloud ja noch nicht so präsent. Dann hatten oft kleine Unternehmen IT wirklich mehr oder minder aus dem Enterprise-Segment da rumstehen. Das heißt, Wahnsinns-Server, ja, die man auch als Zentralheizung hätte einsetzen können, ja,
die Büros beschallen, aber nichts anderes machen, als ein paar Gigabyte Dateien zu speichern, ja. Und eine Effizienzsteigerung, was man sich ja von einem Werkzeug erwartet, ja, kam einfach deshalb nicht zum Tragen, weil sich die Firmen, die die IT bereitstellen, oft überhaupt nicht mit den Problemen der Kleinen auseinandersetzen wollten, sondern einfach sagen, hier habt ihr das, werdet glücklich. Und wir kümmern uns jetzt wieder um unsere lukrativen großen Kunden. Das ist letztlich mit der Cloud als Allheilmittel auch nicht viel anders geworden. Also wir hatten jetzt einen Kunden, das war auch wieder eine One-Man-Show, ein Handelsvertreter, der ist in einen, ich darf nicht sagen T-Punkt-Laden, sondern das ist ein Franchise-Nehmer von der Telekom. Die machen aber grundsätzlich auch so ein bisschen IT. Er hat halt seine Situation beschrieben, er ist Einzelkämpfer, er muss irgendwie von überall in seine Daten kommen und er braucht das und das und das. Und dann haben sie ihm billig Notebook überteuert verkauft, Office 365 und Telekom Cloud Produkten haben ihn aus dem Laden geschickt. Und dann wusste der mit all dem gar nichts anzufangen und ist am Selbsteinrichten natürlich gnadenlos gescheitert, ja, und stand bei uns im Laden. Und selbst ich habe mir, weil ich das normalerweise nicht mache, so Telekom Cloud, fast einen Tag lang die Zähne dran ausgebissen. Mir ist auch immer noch ein bisschen das Billig-Notebook quergesprungen, ja, was mich geärgert hat. Und unterm Strich war klar, ein Tag Arbeit, den der arme Mann zusätzlich bezahlen muss. Und hinterher hatte die Entscheidung gefällt, eigentlich will er doch lieber seinen eigenen Server. Ganz toll. Das hätte man schneller haben können. Ja. Wie relevant das eigentlich ist, dass wer unseren Standort schon gesehen hat, die Zahl ist nicht erfunden. Tatsächlich haben alle 98% aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland weniger als 50 Mitarbeiter. Ja, und ein Großteil der IT-Unternehmen konzentrieren sich auf die verbleibenden 2%. Ja? Weil du gerade so detailliert auf die Probleme der Kunden eingehst, würde ich gerne was nachfragen. Ja. Und zwar, weil du Ärzte ansprichst. Ja. Wie kommt ihr mit Kassenabrechnungssoftware und sowas klar? Und den obskuren Hardwareanforderungen? Ich kann nur sagen, wir kommen damit klar. Aber das ist immer wieder Überraschungen aufs Neue. Ja. Habt ihr da Linux-Lösungen gefunden schon? Nein. Um das zu benutzen? Nein. Also zumindest nicht auf dem Desktop. Also es gibt grundsätzlich Praxissoftware auf Linux-Basis. Ich glaube aber nicht, dass ich die bei den Arztpraxen, es sind nur zwei, die wir betreuen, unterbringen könnte. Würden die nicht wollen, weil sieht mit Sicherheit ein bisschen aus wie aus dem vorigen Jahrhundert für die Leute. Und gerade die neuen Anforderungen, wie gesagt, das dürfte schwierig werden. Das heißt, wir machen da nichts. Wir haben halt unseren Linux-Server da stehen, ja, der das ganz normale Netzwerk und alles managt. Aber auf den Desktops natürlich Windows. Und ich habe Interessenten, die Händering von Windows weg wollen, ja, weil sie Angst haben um ihre Patientendaten. Und sagen, ich kann kein Cortana über meinen Patienten sprechen. Nee, natürlich nicht. Das wissen wir auch. Und wir reden uns da den Mund fusselig teilweise. Und oft ist die Reaktion, selbst bei den Ärzten, die es eigentlich besser wissen müssten, so, oh, das wird mir jetzt zu kompliziert, wir bleiben lieber bei dem, was wir haben. Aber ich kann nichts empfehlen. Ja, also es gab grundsätzlich mal die Software APW, Arztpraxis Wiegand, auf Linux-Basis komplett. Und wir selbst haben mal versucht, zusammen mit jemand eine ehemals durchaus unter Linux laufende kommerzielle Lösung, Compromet, in ein Open-Source-Projekt umzuwandeln, aber das ist letztlich gescheitert. Gescheitert deswegen, weil der Arbeitsaufwand so groß war und niemand da war, der es hätte machen wollen. Ja, also da. Ich habe es versucht unter Wein, ja, habe auch alles hingekriegt, aber gelesen. Wird nicht. Ja, wird nicht gehen. Ja, ja, weil das diese Lesegeräte heute, die haben ja ihr schönes Zertifikatsiegel obendrauf. Das heißt, es braucht ähnlich zugelassene, zertifizierte Treibersoftware und was nicht alles. Ja, und da wird man mit Linux keine Chance haben. Denke ich mal nicht. Aber trotzdem da zurück
die Zielgruppe ist halt groß. Das hält uns auch dabei, das Projekt immer weiterzuentwickeln. Das Thema Cloud hatte ich ja schon gesagt. Also wir haben ein paar lustige Erfahrungen in verschiedene Richtungen. Wir bleiben aber dabei, unser Invis-Server-Projekt ist weiterhin dafür gedacht, auf einem lokal platzierten Server installiert zu werden, der aber bei entsprechender Internetverbindung natürlich nichts anderes ist als ein Cloud-System nur in den eigenen vier Wänden. Ja? Das heißt, die Leute können eigentlich genauso flexibel arbeiten. Die ganzen Pro und Kontras, wenn man sagt, ja, High Availability, wenn man das in irgendeinem Rechenzentrum geparkt hat und so weiter, ja, das ist wunderbar, bricht mir meine Internetverbindung weg, geht es in die eine wie in die andere Richtung nicht mehr. Ja. Ganz besonders spannend finde ich da zum Beispiel auch der so cloudbasierte Telefonanlagen für Industriebetriebe, die damit auch ihre Haustelefonie abwickeln. Ja, herrlich, ja. So, jetzt ein bisschen wieder zum Technischen. Also ich spreche jetzt quasi von unseren Invis-Server in der Active Directory-Variante in der vierten Generation. Eigentlich hier in Kiel will ich noch die Release 13.0 freigeben. Gestern war ich kurz davor, ich denke, ich mache das heute noch irgendwann. Als ich vor 2 Jahren hier in Kiel war, war unsere Migration von der Samba 3 Open LDAP gestützten Variante hin zu Active Directory technisch gerade mal eben abgeschlossen. Es war benutzbar. Mittlerweile sind wir da an einigen Stellen viel, viel weiter. Kerngeschäft dessen, was wir als Projekt, als Open Source Projekt machen, ist, dass wir ein Setup-Skript schreiben. Das war, als ich vor 2 Jahren hier war, noch ein 3400, 3500 Zeilen langes einzelnes Shell-Skript. Ja. Wir haben jetzt mit der kommenden Release, die ich jetzt hier noch freischalte, das Ganze modularisiert, ja, in Einzelskripte zerlegt und das System optimiert. Wir hatten damals ja, Samba. Samba ist ja im Prinzip das Herz des ganzen Projekts. Ja. Samba kam irgendwann mit Active Directory daher und um Active Directory auch nutzen zu können, musste man sich Samba in der Regel auf fast allen Linux-Distributionen selbst kompilieren. Das hat einen ganz merkwürdigen Hintergrund, den ich bis heute nicht richtig verstanden habe. Auf jeden Fall taten sich die ganzen Linux-Distributionen, dummerweise gilt das für OpenSUSE noch heute, schwer damit, dass der Kerberos-Bestandteil im Active Directory auf der freien Kerberos-Implementation Heimdall bestand. Und Heimdall wurde schon vor x Jahren aus fast allen Linux-Distributionen verbannt. Warum auch immer. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat dazu geführt, dass zwar Samba 4 in den Linux-Distributionen enthalten war, allerdings ohne Active Directory. Das heißt, man konnte es nur so benutzen wie vorher Samba 3. In die Bresche gesprungen ist die Firma Sernet aus Göttingen. Ja? Mir sagte gestern jemand, Active Directory sei in den USA geschützt und dürfte dort nicht vertrieben werden, weil da Rechte drauf sind. Also Patentbarkeit, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall... wenn man freies Active, also in Europa freies Active Directory nach Amerika exportiert, das ginge dort nicht. Das mag die Ursache sein, weshalb das Ding aus dem... Glaube ich so nicht mehr, weil sich das Verhältnis von Microsoft zu den Samba-Entwicklern dramatisch geändert hat. Active Directory ist als Marke auf jeden Fall geschützt. Als Marke definitiv. Aber mittlerweile arbeiten Microsoft und das Samba-Kernteam sogar bei der Weiterentwicklung des namensgebenden Netzwerkprotokolls SMB zusammen. Kann gut sein, aber ich glaube nicht, dass Microsoft das selbst aggressiv verfolgen wird. Die haben dieses Jahr oder nee, letztes Jahr gab es sogar schon mal einen gemeinsamen Patch Day. Ja, ernsthaft, Samba und Windows haben gemeinsam zeitgleich einen Patch veröffentlicht.
Den, also ein Samba-Entwickler ist über einen Fehler gestolpert, der ein Designfehler im Active Directory war und man hat ihn gemeinsam gefixt. Also ich glaube nicht, dass das noch große Schwierigkeiten macht. Das Problem hier ist halt wirklich ein anderes. Wir hatten die Linux-Distribution und hatten eben keinen Nutzen von Active Directory. Die Firma Sernet in Göttingen, die beschäftigen einige Core-Entwickler von Samba. Die selbst haben Pakete zur Verfügung gestellt für alle möglichen Linux-Distributionen, so auch für SUSE oder OpenSUSE. Und die haben wir lange genutzt, bis die Firma Sernet gemerkt hat, oh, Samba ist jetzt so stabil und funktioniert so gut, uns bröckelt der Gewinn aus dem Support weg. Wir müssen irgendwie Geld verdienen. Also werden die Sernet-Samba-Pakete jetzt nur noch gegen Maintenance- oder Subskriptionsgebühren rausgegeben. Das war für uns als reines Open-Source-Projekt natürlich tödlich. Ja, wie gehen wir damit um? OpenSUSE haben sich weiterhin strikt geweigert, die Pakete neu zu kompilieren, obwohl beispielsweise Ubuntu es mittlerweile hatte. Ja. Und uns blieb nichts anderes übrig, als die Samba-Pakete selbst zu bauen, selbst zu maintainen. Das hat riesig viel Zeit verschlungen, bis das alles funktioniert hat, aber das klappt inzwischen richtig gut. Wir greifen natürlich auf die OpenSUSE eigene Infrastruktur zurück. Wer das kennt, OpenSUSE Build Service, ein öffentlich zugängliches Build-System, wo man auch seine eigenen Software-Repositories hat. Das haben wir schon lange da, weil wir sind ein Teilprojekt und dort haben wir unsere Pakete gebaut. Mittlerweile, es gibt eben Red Hat und SUSE, die sich weiterhin sträuben, Heimdall wieder reinzuholen. Obwohl man eigentlich sagen muss, das ist ja nicht Heimdall-Kerberos, sondern es ist Samba-Kerberos. Die Paketbestimmungen bei den beiden großen Distributionen gehen aber dahin, dass die, wenn man da ein Softwarepaket baut, dass das alles library-weise in Einzelpakete zerschlagen wird. Das würde eben so fein runtergranuliert, dass man dann doch wieder eine Lib-Heimdall auf dem Rechner hätte und genau das wollen sie aus irgendeinem Grund nicht. Red Hat ist mittlerweile hergegangen, die beschäftigen Entwickler, die zusammen mit Samba-Entwicklern versuchen, in Samba Heimdall gegen MIT-Kerberos auszutauschen. Angeblich angedacht für Samba 4.7. Das könnte die Situation wieder grundlegend ändern, aber bis dahin müssen wir unsere eigenen Pakete bauen. Aber damit fahren wir recht gut, das funktioniert ziemlich gut. Dann basieren wir jetzt auf OpenSUSE Lib 42.3, das heißt, das ist jetzt die dritte dieser Enterprise-basierten Lib-Distributionen. Unglaublich stabil, hervorragend. Dann haben wir natürlich einen Haufen ergänzende Software drin. Wir haben verschiedene Warenwirtschaftssysteme wie Kiwitendo oder Warvision oder ERP-Lösungen. Und DokuWiki, da bauen wir selbst auch die Pakete für. Das heißt, auch wer ansonsten vielleicht OpenSUSE einsetzt, kann auch da von unserem Projekt profitieren, indem man nämlich die fertigen Pakete aus unseren Repositories installiert. Die zweite Sache, an der wir arbeiten, an der wir aktiv selbst arbeiten, ist ein Webinterface, mit dem wir unsere Server administrieren. Da haben wir jetzt neu reingebracht eine Versionskontrolle, so dass man im Interface sehen kann, ob die eigene Installation noch frisch genug ist oder ob sie dringend mal general überholt werden müsste. Ja. Wir arbeiten gerade dran, für Linux-Clients Sudo-Regeln im Active Directory zu speichern. Ja, die Server-Komponente haben wir schon fertig. Bei der Client-Komponente habe ich mir gestern die Zähne ausgebissen. Wir haben jetzt neu diese Sicherheits- oder Security-Umgebung AppAmor wieder reaktiviert. Wir mussten AppAmor als Sicherheitsfeature auf unseren Servern abschalten durch diese Sernet-Pakete von Samba. Das sprang uns zu sehr ins Genick. Mit eigenen Paketen haben wir das aber jetzt wieder sauber hingekriegt. Das heißt, wir haben gerade die Sicherheit unserer Server wieder ein Stück weit erhöht. Neu ist auch, wir verwenden Copano als Groupware. Wer das nicht kennt, kennt aber vielleicht Zarafa. Zarafa, also Copano ist Zarafa. Die haben sich umbenannt und haben eine bisschen neue Strategie entwickelt, Produktstrategie entwickelt. Wir können jetzt bei Copano und auch bei OwnCloud, was wir integriert haben, auf Repositories seitens der Hersteller zugreifen. Das heißt, für Copano kann man eben auch supportete Pakete verwenden, wo man von Copano selbst Support bekommt.
Updaten und Upgraden ist damit kinderleicht geworden. Und was wir auch nach einer Weile gemacht, vor einer Weile fertig bekommen haben, wir haben Let's Encrypt integriert. Das heißt, unser Server ist ja auch via Internet nach außen erreichbar unter einem Namen. Wir bieten darüber eben OwnCloud-Zugang an, Zugang auf unser Invis-Portal, ActiveSync für Smartphone-Synchronisation. All das erzeugt inzwischen eben keine Zertifikatswarnungen mehr, ja, dank Let's Encrypt, ohne dass es für den Kunden oder Nutzer zu Extrakosten kommt. Das ist halt eine wirklich sehr schöne Sache. Das haben wir neu ist auch ein Zeiterfassungssystem, KeyMy. Das habe ich bis vor einem halben Jahr selbst noch nicht gekannt und heute verwenden wir es. Es ist wirklich schön, um seine eigenen Arbeitsstunden zu managen und darauf basiert Rechnungen zu schreiben. Das sind mal die Eckdaten dessen, was neu ist. Ja, klar. Einmal die Frage, warum benutzt ihr OwnCloud und nicht Nextcloud? Ja, gut. Dann habe ich die Frage, wie aktuell ist KeyMy? Weil KeyMy habe ich schon vor 4 oder 5 Jahren mal genutzt, aber ich hatte das Gefühl, dass das Projekt noch immer stehen geblieben. Es wird zumindest sehr, sehr langsam entwickelt, aber man kann bei GitHub sehen, dass immer noch Commits kommen. Okay. Ja. Es ist aber auch, muss man sagen, vielleicht bis auf ein paar kleinere Bugs ziemlich ausgereift als solches. Mhm. Ja, also ich habe da wenig Schmerzen mit. Okay. Aber die Nextcloud, OwnCloud, das ist eine Bauchentscheidung. Okay. Also wir kennen Leute aus beiden Fraktionen, ja, freundschaftlich verbunden sind wir halt einfach mehr mit den OwnCloud-Leuten. Und da das ein Großteil dieser Leute kommen aus dem SUSE-Umfeld, man kennt sich untereinander. Und das, was da abgelaufen ist bei dem Split, bei dem Fork, Nextcloud weg von OwnCloud, war eine ziemlich unschöne Schlammschlacht, die vielleicht, wenn man die Leute kennt, anders bewertet werden sollte als das, wenn man es nur über die Presse mitbekommen hat. Ja, also ich sag, ohne mich, denke ich, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die Nextcloud-Leute haben nicht immer fair gespielt. Ja, und für uns war dann einfach klar, wir bleiben bei OwnCloud. Ja, hat aber keinen technischen Hintergrund. Dann habe ich noch eine Frage zu Let's Encrypt. Gilt das auch für die Anbindung der E-Mails-Clients? Kriegen die auch ein Let's Encrypt? Für intern nein. Für extern ja. Ja. Extern ist ja auch im Prinzip, sagen wir mal, wenn sowas wie Copano in der Mitte steht, ohnehin hauptsächlich ActiveSync. Man kann natürlich auch IMAP und SMTP nach außen freigeben und dann würde das auch gelten, ja. Ja, das ist kein Ding. Ja. So. Ganz kurz noch die Frage, warum überhaupt Active Directory? Das könnte man ja auch sicherlich anders aufziehen. Unterm Strich sage ich einfach, muss noch ein bisschen Tempo machen. Unser Projekt muss sich vor allen Dingen in einem Microsoft Windows-Umfeld bewähren. Ja. Und da kommt man ohne Active Directory heute einfach schlicht nicht mehr weiter. Einfach weil es genug Branchenlösungen gibt, die das Vorhandensein eines Active Directories grundsätzlich voraussetzen. Ja? Und da war einfach gar keine andere Option, als zu sagen, wir gehen diesen Weg. Ja? Der Umstieg von Open LDAP Samba 3 auf Active Directory, das hat uns ein gutes Jahr beschäftigt, weil wir sehr exzessiv von Open LDAP oder von LDAP als solchem Gebrauch gemacht haben und wir mussten alles, was wir im Open LDAP hatten, ins Active Directory migrieren. Und da haben wir festgestellt, dass Active Directory ein schönes Gedankenkonstrukt ist, aber vielleicht nicht alle bei Microsoft von LDAP wirklich Ahnung haben. Das war teilweise sehr kritisch. Also da gibt es ein paar echt unschöne Sachen drin. Aber hat funktioniert, läuft heute einwandfrei. Das hier könnten wir jetzt fast auch überspringen. Solche Schemazeichnungen sind eh immer völlig witzfrei, weil sie nie korrekt sind. Sie machen sich nur immer ganz gut auf Folien setzen. Zeigt aber so ein bisschen den Aufbau. Also unten das OpenSUSE Lib, ganz klar.
in der Mitte Samba 4 mit Active Directory und dran angebunden ISC Bind als Name-Server-Lösung. DNS ist eigentlich eine feste Active Directory-Komponente und auch den ISC DHCP-Server, und das war eine große Hürde für uns beim Migrieren. Der ISC-DHCP-Server, das ist das klassische Stück Software, was man unter Linux eigentlich fast immer einsetzt, wenn man DHCP-Server aufbaut. Die haben schon immer ein Schema dabei gehabt, um ihre eigenen Daten als in einem LDAP-Backend zu speichern. Die haben auch alles richtig gemacht, die haben die ganzen Attributnamen und Objektklassennamen richtig registriert und alles wunderschön gemacht. Und dann wollten wir das migrieren ins Active Directory und bekommen ständig gesagt, irgendwas von Object Class Violation und so weiter. Das gibt's doch nicht. Alle anderen Schema-Sachen konnten wir problemlos migrieren, aber das nicht. Warum? Und dann haben wir festgestellt, dass Microsoft bei der Vergabe von Objektklassen und Attributnamen einfach die gleichen Namen genutzt hat, ohne sie jemals irgendwo zu registrieren und somit in Konflikt stand mit dem ISC. Das heißt, wir mussten jetzt den DHCP-Server selbst patchen, damit er seine LDAP-Informationen unter anderem Namen abspeichert als im Original, weil bei Microsoft anrufen und denen sagen, macht's mal bitte richtig, ja. Ja? Wenn man Maschinen jetzt bei euch im Netzwerk betreibt, mit dem ISC, DHCP, ja? Und die, funktioniert das Update in die Reverse-Lookup-Zone wunderbar mittlerweile? Nein, noch nicht ganz. Ja. Das wäre schön. Also wir machen es, also bei uns kommt es deswegen nicht zum Tragen, weil wir sagen, über unser Invis-Portal, das zeige ich gleich, bekommen die alle E-Feste. Leases. Ah ja. Ja, und dann spielt es keine Rolle. Die kriegen ihren Reverse-Eintrag von vornherein gemacht und der ist dann statisch. Ja? Das heißt, wir sind auf diese Updates gar nicht angewiesen. Das ist eine Lösung. Okay. Ja. Ja. Eine Frage, Empfehlung zum Linux-Client? Was soll ich sagen? Ich meine, wo unser Herz schlägt, das habe ich ja schon mehr gesagt. Also grundsätzlich, wir haben gute Erfahrungen gemacht, also außer mit OpenSUSE Leap, das muss ich einfach sagen, das ist also auch als Desktop-System eine Bank, ja, mit Linux Mint habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon Ubuntus eingebunden, aber ich darf jetzt nicht noch mehr über andere patchen. Also bei Ubuntu habe ich immer wieder kleinere Überraschungen erlebt, weil sich plötzlich Strategien geändert haben. Bei Ubuntu, da fand ich Mint die belastbarere Lösung. Paketveränderung oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat über die Zeit, also die Client-Anbindung nicht immer einheitlich funktioniert. Ja, also kann ich auch gar nicht näher sagen, weil so oft setze ich es halt nicht ein, ja. Andererseits, bist du dann auch die Ubuntu-Version quasi außerhalb von LTS gegangen? Jetzt muss ich überlegen, weil ich das selbst nicht vorgeschlagen habe und der Kunde das eigenmächtig, aber ich glaube, der hat nur LTS genommen. Okay. Ja? Okay. Die, auch wenn ihr den Client einbindet, die den ja mit in die AD-Bille ein. Ja. Via SSSD oder? Ja. Okay. Ja. Geht auch rein nur mit WinMind, aber wir setzen auf das SSSD. AD Backend, das gibt es seit SSSD 1.1.12, genau. Ja. Und ist ziemlich einfach. Also die Integration klappt prima. Für OpenSUSE Clients haben wir mittlerweile auch ein Integrationsskript geschrieben, was das komplett automatisiert macht. Ja. Und wir versuchen halt, das Skript jetzt auch mal irgendwann in Richtung RPM-Paket zu schieben und es vielleicht auch upstream zu bekommen, sodass es in OpenSUSE gleich fest drin ist. Ja, das wär natürlich ein Traum, ja. Aber das Ganze macht natürlich einfach einen Domainbeitritt, ja, und konfiguriert den SSSD und das NS-Switch und fertig. Und bindet auch gleich unsere Freigaben als NFS-Freigaben ein. Ja. Das Ganze klappt sogar inzwischen offline. Das heißt, Domainbeitritt mit dem Linux-System einmal online machen am System und dann OpenVPN-Verbindung vorbereiten und dann kann man das Ganze mit auf dem Laptop mit nach Hause nehmen und kann sich offline einloggen, kann VPN-Verbindung herstellen, NFS-Mount machen und arbeiten. Das geht. Ja. Funktioniert
Gut, ich meine, ist natürlich abhängig von den jeweiligen Internetanbindungen, ja. Man kann dann manchmal noch sagen, ist es vielleicht doch besser, wenn man dann von einem NFS-Share die Datei erstmal rüber kopiert, dann arbeiten wieder zurück, aber in der Sache geht's. Ja. Und dass wir da SUSE bevorzugen als Client, ist auch klar. Ich meine, wir sind irgendwie OpenSUSE, ja. Aber auch mit Linux Mint, das muss ich wirklich sagen, habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. So, dann gehe ich mal in das Live-System rein. Jetzt setze ich mich, hoffe, ich bin da noch auf dem Bild. Gut. Erstmal für die Windows-Admins hier, ich glaube, es gibt nicht so viele. Das Schöne an der Geschichte mit dem Active Directory ist mal einfach, dass man, achso, das ist noch ein bisschen langsam, auch mit den Microsoft'schen Remote Administration Tools Teile des Servers administrieren kann. Ja, obwohl wir halt ein Linux-Server sind, geht das. Und hier kann man auch schon sehen, habe ich das auf der Extended-Ansicht, ja. Wir haben also im LDAP-Baum des Active Directory einen eigenen Knoten eingebracht, wo wir alle unsere eigenen Informationen reinpacken. Neu ist jetzt da unten dieser Punkt sudo rules und ansonsten ist das halt der DHCP-Server vorgemerkt oder ein Relikt aus alten Zeiten war auch nochmal ein LDAP-gestütztes Adressbuch. Das haben wir aber ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren, weil es einfach bei unseren Kunden nie eingesetzt wurde. Dann haben wir zur Unterstützung unserer Applikation, die ich gleich zeige, auch Informationen, die unser Webportal betreffen, alle komplett im LDAP gespeichert oder sogar eine Liste von Zugängen zu verschiedenen Mail-Providern. Ja? Ist das LDAP, was im Samba integriert ist? Ja. Und erweitert ihr das mit eigenen Schemen? Oder ja, das? Wir erweitern es mit eigenen Schemen. Ja. Wir haben die Schema-Erweiterungen zum Großteil eben schon gehabt. Wir mussten sie nur migrieren. Liste von Mail-Providern, hatte ich eben gesagt, das kann ich gleich zeigen, wofür das gut ist. Ja. Auf jeden Fall sind das eben eigene Informationen, die wir im LDAP parken. Ja. Und natürlich brauchen wir unsere eigenen Schema-Dateien oder unsere Schema-Geschichten dafür. So, was natürlich auch geht, komplette Verwaltung des DNS hier drüber. Ja. Brauche ich aber jetzt nicht weiter zeigen, jetzt gehe ich mal direkt auf unser inzwischen in die Jahre gekommenes Imlis-Portal. Oh, jetzt flimmert es ein bisschen, aber ich würde schon gehen. Die Entwicklung dieses Portals geht zurück bis 2009. Muss ich heute noch einen Praktikant von mir loben, der das in 3 Monaten entwickelt hat. Das war wirklich ein Überflieger, der Mann. Ich muss es nur selbst, ich bin Admin, ich bin kein Webentwickler oder Entwickler. Ich muss es aber selbst mit einem Kollegen zusammen auf Active Directory umstricken und da haben wir doch reichlich Zeit für verbraten. Aber es geht. So, verändert sich natürlich ein bisschen, je nachdem, wer sich anmeldet. Ich habe mich jetzt als Administrator angemeldet, entsprechend kommt da oben ein zusätzlicher Reiter Administration. Darf man nicht zu viel von erwarten, geht nämlich einfach, wir haben das bewusst reduziert, weil wir sagen, bei dem Durchschnittskunden, bei der angesprochenen Zielgruppe, gibt es eh niemanden, der das wirklich administrieren könnte. Also kriegt er nur ein paar wenige Aufgaben, mit denen er was anfangen kann, so aufbereitet, dass er es auch kann. Die neue Benutzer anlegen, neue Gruppen anlegen oder so. Oder ein Gerät ins Netzwerk aufnehmen, DHCP und DNS. Oder vielleicht mal einen Dienst neu starten. Aber damit hat sich's dann auch schon. Und das ist aber eine bewusste Entscheidung. Ja? Das selbst entwickelt oder ist das irgendwie mit Webin verknüpft? Nee, alles selbst. Okay. Ja. So, hier vorne gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da hängen einfach nur die verschiedenen installierten Applikationen dahinter. Nicht über die eingedeutschten und teilweise nicht sehr glücklichen Begriffe diskutieren oder nachdenken, dass sich hinter Wissensdatenbanken Wiki verbirgt, ist, denke ich, hier in dem Kreis ganz normal. Aber wenn ich trotz der Präsenz von Wikipedia im Internet bei einigen meiner Kunden das Wörtchen Wiki verwende, gucken die mich an und sagen, was ist das? Ja. Deswegen haben wir dann ein paar Akrobatenstückchen teilweise gemacht bei der Benennung der Sachen. Einfach,
um die Zielgruppe besser zu adressieren. Ja? Wo uns noch der richtige Begriff fehlt, ist bei Cloud Computing. Ich meine, ja. Und Groupware haben wir einfach mal frech Groupware genannt. Ja? Also ich bin für Vorschläge offen. Hier möchte ich jetzt nur mal eine Sache hervorheben, weil das so ein bisschen mit dem Anfang der ganzen Geschichte zu tun hat. Das Ding habe ich noch selbst verbrochen. Das soll eigentlich als Funktion mit in das eigentliche Portal wandern. Das hier ist lächerlicherweise eine ganz schnöde, alte, klassische PHP-Applikation. Das war... Da geht es aber ein bisschen um die Idee hinter dem Invis-Server selbst. Das ganze Mail-Management und der Invis-Server läuft halt so ab, dass wir lokal einen kompletten Mail-Server haben. Der kann unterschiedlich ausfallen, entweder auf Basis von Copano oder eben ein reiner IMAP-Server mit Dovecot oder was auch immer. Da müssen ja je nachdem die E-Mails aus externen Konten reingefüttert werden. Ja? Und wie geht das? Wie kommt der User selbst zu seinen E-Mails? Ja? Die Zeiten, wo jeder ein E-Mail-Programm richtig einrichten konnte, sind lange vorbei. Das war vielleicht zu Zeiten von Windows 3.11 mal so, aber heute nicht mehr. Also haben wir gedacht, wir müssen das möglichst einfach aufbereiten. Und na, das richtige Passwort, ich hoffe doch. Ja. Das Ding kann halt so ein paar Kleinigkeiten, aber zum Beispiel beim Anlegen eines Mail-Kontos, hier kommt dann auch eben die Liste dieser Mail-Provider zum Tragen. Nehme ich jetzt mal meinen eigenen. Ich muss halt hier, weil PHP ohne Ajax oder so, schrittweise vorgehen. Und jetzt werden Teile der Sachen schon vorausgefüllt. Es werden die richtigen Server eingesetzt. Und je nachdem gibt es hier auch noch eine Erläuterung, wie der Rest auszufüllen ist. Da ging es einfach darum, das so einfach wie nur irgend möglich aufzubereiten. In dem Moment, wo derjenige dann auf Account anlegen klickt, wird das Ganze im LDAP, also jetzt im Active Directory, gespeichert. Daraus wiederum wird, wenn ich mich hier vorne auf anwesend dann eintrage, ein Eintrag in der FetchMail-RC erzeugt. Und FetchMail ruft dann die Mails von außen ab und übergibt sie an den eigenen Server. Und das war so die Grundidee, eben die solche administrativen Tätigkeiten, die eigentlich im Kontext des Users stehen, auch für den User aufzubereiten. Ja, das war so die Idee. Und da kommen dann auch noch so lustige Sachen wie sowas hier. Das ist nichts anderes als eine blöde Linkliste. Ja, die ist natürlich, also jeder einzelne Link steht auch im LDAP, individuell anpassbar. Wir wollten das eigentlich rausschmeißen. Das war, früher war das mal eine statische HTML-Website, ja, wo einfach Links nur drin standen, um es nach mehr aussehen zu lassen, also ein bisschen Blendwerk. Und während wir über das Design des Portals nachgedacht haben, und wir gerade den Schluss gefasst hatten, das rauszuwerfen, weil ja Blödsinn, rief ein Kunde an, auch noch mein Cousin, Besitzer eines Weinguts, der den Server im Einsatz hatte und sagt, er kann nicht mehr, nee, das Internet geht nicht. Dann habe ich mich parallel per SSH auf seinem Server eingeloggt und gesagt, das Internet geht doch, sonst könnte ich nicht auf deinen Server. Ja, aber er kann nicht mehr ins Internet. Dann war einfach nur der lokale Apache-Webserver gestorben und er kannte nicht mehr auf diese Links und wusste nicht, dass er da oben eine Adresse eingeben kann. Das ist die Zielgruppe, ja. Und dann haben wir einfach gesagt, wir hübschen es ein bisschen auf, ja, und bringen es mit als lustiges Feature wieder rein, ja. Das ist eine Statusseite, wo jeder so ein bisschen sieht, wie geht's dem Server. Und bewusst eben nicht hinter dem Reiter Administration versteckt, sondern für jeden sichtbar, um in der Zielgruppe dem Anwender klarzumachen, hey, da ist ein Server, ja, der ist wichtig. Ja, und jedem zu zeigen, wie geht's dem. Der muss da gar nicht alles verstehen. Ich meine, das sieht man hier schon, Ampelschema, ja. Also rot und grün und alles und ein paar Dinge dazwischen, die unterschiedliche Bedenklichkeitsgrade ausdrücken. Und wir können damit halt also grundsätzlich Software Rate überwachen. Das sieht man jetzt hier nicht, weil ich eine Minimalinstallation als VM gemacht habe.
Wir können den Füllstand der einzelnen Volumes machen, wie voll sind die Festplatten. Wir können APC-USVs überwachen. Hier ist noch freier Platz, da wird normalerweise eingeblendet, Datensicherung hat funktioniert oder nicht. Wir haben also dazu passend auch ein eigenes Datensicherungstool entwickelt. Online-Status zeigt eben auch verschiedene Fehlerzustände an, also Online-Offline gibt es, aber dazwischen kann ja auch sein, es gibt ein Problem mit der DNS-Namensauflösung oder die Verbindung ist wackelig, also es gibt Ping-Verluste, das zeigt da auch an. Ja. Neu eben da oben diese Versionen, grün dann, wenn alles passend ist, ja, und rot, wenn es wirklich dringend Zeit für ein Upgrade wäre, ja, das wird also abgeglichen mit einer Mini-Website bei uns auf unter inviserver.org. Und wir übertragen bewusst keine Daten. Also es wird auch nichts gespeichert. Klar, die Client-IP-Adresse, die kommt zwar bei uns an, aber die taucht nicht mal im Access-Log auf dieser Website auf. Wir wollen das nicht. Ja, ganz bewusst nicht. So, hier unten noch sind alle Zertifikate noch frisch. Ja. Ist vielleicht auch ganz wesentlich, weil wenn das Zertifikat des LDAP-Servers abläuft, dann gibt es gleich richtig Ärger, ja, dann geht gar nichts mehr auf dem System, sollte man darüber informiert sein. Die Anwender können letztlich einfach nur gucken, ist da irgendwas rot und das teilen sie uns dann mit, im einfachsten Fall hier drüber. Ja, eine ganz winzige Helpdesk-Funktion. Derjenige, der an diesem Portal angemeldet ist, wird automatisch der Absender und alles andere ist eine kleine E-Mail, kann man mit Copy und Paste da rein, auf Absenden klicken und dann kriegt es der zuständige IT-Admin. So, jetzt muss ich mich sputen. Hier ist der Administrationsblock. Hier unten sind dann doch tatsächlich ein paar bekannte Kandidaten wie PHP MyAdmin oder sowas, alles um ein bisschen ans Eingemachte zu gehen, aber das sind natürlich alles externe Sachen. Lustig dabei ist vielleicht Shell in a Box, irgendwann macht das auch, ein Vorführeffekt hier nicht. Ja. Dann unsere eigenen Sachen. User anlegen, das sind so Sachen, die reduzieren wir bewusst auf ein minimales Maß an Informationen, die man da angeben muss. Und hier kann dann noch entschieden werden, welcher Art ist der User. Ja, hat er zum Beispiel Zugriffsrechte auf die Groupware oder nicht? Gruppen. Wenn man eine neue Gruppe anlegt, wird auch gleich ein Group Share erzeugt, das heißt, oder ein Gruppenarbeitsverzeichnis für die Mitglieder der Gruppe. Da sind wir jetzt dran, das so zu erweitern, dass wir auch mit Verzeichnisvorlagen arbeiten können, dass man eben sagen will, ich will gleich ein bestimmtes Maß an Unterverzeichnissen eben mit drin haben. Ja. Ich kann hier auch entscheiden, will ich diese Gruppe auch in meiner Groupware, das betrifft aber jetzt nur Copano, sehen. Ja. Netzwerkgeräte hinzufügen. Ich gebe hier einen Typ vor, was ist es für ein Netzwerkgerät, gebe hier einen Namen, sage noch den Standort und gebe die MAC-Adresse ein und dann bekomme ich hier oben so einen Eintrag und im Hintergrund wird das alles in DHCP und DNS eingetragen. Mehrsprachigkeit dieses Portals? Leider noch nicht. Das ist ein ganz großes Ding, weil das Portal selbst, so wie es entwickelt ist, das erstmal nicht zulässt. Ja. Ist sehr schade, aber wir überlegen halt, das Ganze komplett zu general zu überholen, nur uns fehlen dann die Leute. Ja. So. Und hier noch, dauert ein bisschen länger, weil hier im Hintergrund tatsächlich ein Shell-Skript ausgeführt wird, ja, welche Dienste laufen, ich kann sie hier drüber auch neu starten und so weiter. Also das sind so Sachen, die haben wir bewusst auch so einfach gehalten, selbst wenn der Kunde eben immer noch nicht weiß, was er damit anfangen soll, selbst wenn ich im Wald spazieren gehe und er ruft mich auf dem Handy an, kann ich ihn blind da durchlotsen. Ja, das war also mit die Absicht. Werden dann Porsche-Befehle abgegeben? Nee.
So, das wird, also entweder kommunizieren wir direkt mit dem LDAP oder wir haben eigene Shell-Skripts oder wir bemühen mal das Samba-Tool. Ja. So, das so zum Portal. Ich meine, über die Applikationen, die da installiert sind, will ich jetzt hier nicht viel verlieren, weil das soll ja kein Vortrag über Quitendo, Warvision oder sonst was sein. Ja, das kann man dann anderswo sehen. Dann verlasse ich jetzt, ich hänge in der Zeit deutlich nach, gell? Obwohl wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Also, wie macht man es selbst? Grundsätzlich sage ich ja einfach, haben wir alles in unserem Wiki stehen. Ja? Läuft auf jeden Fall so ab, man macht eine minimale OpenSUSE-Lib-Installation ohne grafische Oberfläche, liest sich ein bisschen was in unserem Wiki durch, bindet unsere Repositories ein, auch dafür gibt es ein fertiges Skript, installiert dann unser Setup-Paket, richtet Netzwerkschnittstellen und Hostnamen auf dem Rechner ein und lässt dann unser eigentliches Skript laufen und macht noch ein bisschen Nacharbeit. Und ich denke mal, also ich meine, ich mache es natürlich relativ häufig, aber so nach 2 Stunden steht der komplette Server benutzbar. Oder nach 3 vielleicht. Was kommt als nächstes? Also wir wollen endlich das Invis-Portal mit einer Art Default-Konfiguration ausstatten. Das heißt, immer wenn wir das Portal erweitern, neue Konfigurationsoptionen hinzukommen, haben wir erstmal einen Break und es funktioniert nicht mehr, weil man dann händisch diese neuen Konfigurationen erst in die Konfigurationsdatei einarbeiten muss. Das wollen wir so umstellen, dass es dann eine Konfiguration mit Default-Werten gibt, dass es dann auf jeden Fall läuft, immer nach einem Upgrade. Das mit den Sudo-Regeln wollen wir fertig machen. Vorlagenbasierte Gruppenverzeichnisse, hatte ich gesagt. Wir denken über ein Upgrade-System nach, um besser von einer Version zur nächsten zu kommen. Multilingualität steht auf dem Plan. Ja. Diese Mail-Konten-Verwaltung, das alte Ding, will ich natürlich abschaffen und will es komplett in das Portal integrieren. Eigenes Setup-Medium wäre natürlich schön, aber deswegen sitze ich natürlich auch hier. Vielleicht findet sich auch mal der ein oder andere Mitstreiter. Wir brauchen halt einfach schlicht noch Manpower, Unterstützung in jeder Ecke. Wer einsteigen will, also wir haben unten natürlich auch einen Stand. Wir haben unten natürlich auch einen Stand, da kann ich das alles nochmal zeigen, aber ansonsten unsere Webadressen, neu hinzugekommen ist halt progress.opensuse.org. Da werden wir jetzt Stück für Stück auch ein bisschen mehr unsere Geschichte hin auslagern, weil wir da eben ein Ticketsystem, Forensystem und so weiter wieder haben, ohne es selbst managen zu müssen, was uns bisher halt auch viel Zeit gekostet hat. Das würde ich sagen, damit bin ich jetzt mal am Ende. Zeit ein bisschen überzogen. Gut, dann gibt es noch Fragen? Univention einfach mal in den Raum geworfen, ist das ein Konkurrent in der Hinsicht? Oder gibt es technisch gesehen ja, praktisch gesehen nein. Univention richtet sich zwar oder hat jetzt seit ein paar Jahren auch kleine Kunden im Fokus, indem sie es einfach kostenlos zur Verfügung stellen. Aber ich habe vor ein paar Monaten mit dem Peter Ganten gesprochen von Univention. Er sagt, als Firma ist das nicht ihr Fokus. Ja, da ziehen sie schon durchaus eher auf was Größeres ab. Und das sieht man ja auch. Und Univention ist halt einfach was, dass die kommen aus dem Enterprise-Segment und richten sich nach unten aus. Wir sind als kleines Projekt in der Zielgruppe entstanden und aus der Zielgruppe heraus entsprechende Bedürfnisse entwickelt. Und was das angeht, denke ich mal, stehen wir relativ alleine. Ja. Und das ist auch das, worauf wir Wert legen. Also wir sind aus der Zielgruppe für die Zielgruppe. Ja. Ja. Ist die Community irgendwie was, ein bisschen was bewegt? Sehr klein. Also wir als Invis-Server-Team, das Kernteam, wir sind gerade mal zu viert. Wir greifen natürlich ein bisschen auf die OpenSUSE-Community zu, da gibt es einen gewissen Austausch inzwischen, klar. Und Anwender-Community, sicherlich, wir haben eine User-Mailing-Liste und da tröpfelt auch gelegentlich mal was rein. Aber ich denke mal, es gibt bestimmt einige Installationen, von denen ich nichts weiß, aber auch nie was höre. Ja? Das ist natürlich auch, liegt in der Natur der Sache. Wir adressieren einfach eine Zielgruppe,
die wahrscheinlich noch nicht mal weiß, was der Begriff Community bedeutet. Ja. Und das ja, ist sehr schwierig. Ja. Aber wir halten es jetzt auch schon eine Weile tapfer durch. Und wir planen nicht, damit aufzuhören. Ja, also ich meine gerade dieses Näherrutschen auch an die OpenSUSE-Community ist für uns ein großes Plus, weil einfach mehr und mehr Austausch stattfindet. Ja. Ich meine, wir werden wahrscheinlich unser eigenes Logo behalten, aber in Zukunft wird er immer weniger versteckt sein, der GECO da unten. Und das gibt einem doch mehr Manpower insgesamt. Ja. Also ich kann ja mal so aus meiner Erfahrung sagen, ich betreibe einen Server und zu Anfang hat er relativ viel Arbeit auch gemacht, bis das Ganze so lief. Du bist eingestiegen noch mit OpenSUSE 13.1, gell? Das war die schwierige Zeit. Das war die schwierige Zeit. Dann der Switch auf Lib 42.1 habe ich noch mitgemacht. Das hat ganz schön gerumpelt. Dann habe ich erstmal gesagt, so, jetzt läuft das Ding und jetzt packe ich es erstmal nicht mehr an. Ne? Ab und zu die Abwärtsklappe gespielt. Aber da wünsche ich mir natürlich, dass das Gefühl, ja, weniger Zeit noch reinstecken zu müssen und das einfach nur so gut zu halten, dass es besser ist. Und ich denke mal, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, also 42.3 soll das ja auch schon. Ja. Also das ist ganz klar unser Ziel, weil wir ja selbst weniger Stress mit diesen Upgrades haben wollen. Aber weil das nicht immer einfach ist, hey, warum macht er jetzt Spiegel Online auf und nicht das Wiki? Also unser Wiki ist inzwischen ziemlich umfangreich. Ja, also man kann da auch Knowledge-Base-mäßig sich so teilweise ein bisschen Linux-Fachwissen anlesen. Ja, also da haben wir sehr viel Mühe gegeben. Und was ich mache inzwischen, um diese Upgrade-Schmerzen, auch gerade wenn man größere Sprünge macht, ein bisschen abzufedern, jedes Mal, wenn ich ein Upgrade-Szenario habe bei meinen Kunden, dokumentiere ich das 1:1 hier durch. Das heißt, hier gibt es verschiedenste Fälle inzwischen, die Stück für Stück als Anleitung beschrieben sind, wie komme ich von einer Version zur nächsten. Ja, um das ein bisschen abzufedern. Ja, also da gebe ich mir wirklich Mühe. Ja. Gut. Noch eine Frage? Ansonsten unten am Stand. Wir sind im Gang, wo die immer die Sponsoren erwartet werden, aber wir sind ein Open Source Projekt. Ja. Okay, dann danke ich mich. Okay.